Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Also, was wollt ihr von uns? Ich weiß es doch selber nicht. Euer Vater Therapiehund soll Henning Liebe und Clarissa... Familie. Oh Liebe. Mein Gott. Der arme Hund. Danke, dass ihr kurze Zeit gefunden habt. Eigentlich habe ich keine Zeit. Ich arbeite gerade an meinem ersten eigenen Hardstyle-Song. Ich bin die Leadsängerin. Wollt ihr mal hören? Oh mein Gott! Doch, Britta, also... Mir ist eh schon schlecht, Norbert. Lasst doch mal hören, Kinder, ja. Wir haben noch keinen Text, aber Beat und Melodie... Sie ist die Leadsängerin, die halt mal... Ach komm. Stehen soweit, Achtung. Oh Gott. Ich dachte, die haben noch keinen Text. Achso, die macht nur... Oh mein Gott. Ja. Toll! Wie gesagt, der arme Hund. Henning und Clarissa oder Britta, klasse, ne? Was wollt ihr denn jetzt von uns? Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ihr fahrt eine Woche in Urlaub und wir dürfen hier alleine bleiben? Nein. Du hast... Das arme Haus?! Du hast eine andere kennengelernt. Nein. Ihr wisst ja, es ist nicht immer einfach zwischen uns. Weil Clarissa eine Zicke ist. Gar nicht. Wir alle tragen unseren Teil dazu bei, nicht wahr, Britta? Vor allem aber Clarissa. Auf jeden Fall habe ich euch sehr, sehr lieb. Und deswegen... eine Kleinigkeit für euch mitgebracht. Die Scheidungspapiere, ja Gott sei Dank. Ich bin gleich wieder da. Ich weiß nicht, wer in dieser Familie der Normalste ist, die Mutter oder der Vater. Ich würde eher sagen, die Mutter. Lass dir Zeit so, 20, 30 Jahre. Was will ihr denn? Ich hab keine Ahnung. Er geht nur kurz Zigaretten holen. Ist jetzt schon scheiße. Guckt mal, wen ich hier habe. Oh mein Gott, ich liebe es. Das ist Paula. Hallo Paula. Britta, guck doch mal. Ja, schade. Ein Schwein hätten wir abends wenigstens noch essen können. Ist das jetzt unser Hund? Ja, das ist unser neues... Kannst du ja eigentlich mit einem Hund auch, aber ich würde es nicht tun. Milien mit... Wo war das? Danke, Papa. Du bist der Beste. Ach, in China essen sie, glaube ich, Hunde. Ich weiß nicht, oder dürfen wir das nicht mehr? Ich weiß nicht mehr. Weil ich euch lieb habe. Du schenkst uns die einfach so ohne Hintergedanken? Absolut ohne Hintergedanken, Clarissa. Paula ist ein Therapiehund. Sie hilft gestörten Kindern. Die Krankenkasse hat das alles bezahlt. Wenn sogar die Krankenkasse das schon bezahlt, dann würde ich mir jetzt aber mächtig Gedanken machen. Der Hund merkt auch, welches Kind die größte Störung hat. Paula stürzt sich dann regelrecht auf die Kinder. Paula liebt mich. Genau. Paula liebt mich. Aber hast du einen Arsch auf? Was? Vielleicht wird der Vater jetzt auch endlich normal. Was soll das? Freust du dich nicht, Britta? Ich hätte mich mehr gefreut, wenn du mir eine geile 20-Jährige als deine neue Freundin vorgestellt hättest. Das ist so. Ich, Oh nein. Oh, cool, ein Hund. Das ist Paula. Sie gehört jetzt genau wie du, Hanna, zur Familie Pfützenreiter. Ich hatte auch mal einen Hund. Ich würde kündigen. Hund. Toll. Wie hieß der? Hund. Ich nenne meinen Hund Hund. Genau. Und was als nächstes? Sie nennt ihr Baby Mensch? Wir hatten voll die enge Connection. Hab sogar ein Tattoo von ihm. Deswegen liebe ich Hannah so. Das ist gut getroffen. Ein emotionaler Mensch. Voll emotional. Boah, scheiße, jetzt muss ich wieder heulen. Oh Gott, bitte nicht. Boah, voll das emotionsreiche Heulen, Alter. Was hat sie? Hört sich an wie so ein kaputter Alarm. Sehr gut. Gut, so ein Hund bringt ja auch einiges an Verantwortung mit sich, nicht wahr, Kinder? Der Köter wird hier nicht bleiben, Norbert. Britta, ich... auf keinen Fall. Britta, das ist ein Therapiehund. Er wird dafür sorgen, dass die Kinder... nicht mehr so dumm wie Scheiße sind, meinst du? Genau, ich ja. Ich glaube, das schafft selbst der Hund nicht. Bitte nicht. Paula ist ja ein Therapiehund, ne? Manchmal ist meine Frau wirklich eine blöde F***. Junge, was ist jetzt mit dem Vater los? Sie, aber manchmal ist sie eine Wie?
Therapiehund. Ihr zwei seid ja gestört, ne? Und deswegen der Therapiehund, damit ihr zwei ein bisschen mehr auf euer Leben klarkommt. Ist mir egal. Paula liebt mich. Hm? Therapiehunde stürzen sich auch immer auf die Gestörtesten, ne? Britta! Ist doch so, Norbert. Auf jeden Fall bin ich mir... Da kam schon wieder der Carina-Vibe. ...sicher, dass dieser Hund mehr Harmonie in unsere Familie bringen wird. Hm? Und Hamburg steigt in die erste Liga auf, Norbert. Ich bin auch schon viel entspannter. Ich merke das schon. Ich auch. Paula hat eine richtig tolle Aura. Ich gehe mal mit ihr spazieren. Nee, ich will erst. Ich bin gestörter. Ich brauche das mehr. Jetzt streiten die sich drum, wer gestörter ist oder was, damit derjenige mit dem Hund spazieren darf. Oh mein Gott. Klappt ja gut, wenn sie sich jetzt schon anfangen zu streiten, wer mit dem Hund zuerst spazieren gehen darf. Oh, oh. Ich bin auch gestört. Nicht so wie ich. Kinder, bitte. Also. Na, wenigstens die einzig da. Ihr seid beide wobei gestört. Aber Paula spürt das. Ich habe einen Vollschaden. Ich bin aber dümmer. Nee, ich bin dümmer. Kinder. Ja. Ja. Ich kann doch nicht mit 18. Es reicht. Okay, du brauchst den Hund mehr als ich. Danke. Ja, okay. Hat ja recht. Oh Gott, das wird noch ganz, ganz schlimm. Ach, du grüne Neune. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.